Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Resident Evil 7, die Demo-Version. Noch nicht das richtige Spiel, aber schon mal ein Einblick in das Geschehen. Und wir haben die Kette gefunden, die ich mit unserem Bolzenschneider-Gerät hier, Bolzenschneider, ja, aufmachen kann. Also, verwenden. Boah. Mal schauen, was da drin ist. Wahrscheinlich fliegen mir gleich 1000 Sachen entgegen. Nein, es ist eine Videokassette. Ein verfallenes Haus. Verfallenes Haus. Okay. Da oben? Schachtel? Ist da was? Nein. Dann müssen wir zurück in unser Zimmerchen, ne? Das ist aber gar nicht gut. Wer sperrt denn da bitte eine Videokassette ein? Naja. Keine Ahnung. Also zurück in unser Zimmerchen. Da stand ja ein Fernseher. Ist da jemand? Alter. Mama. Ja? Okay. Ja, buh. Did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. Okay. I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. New plan. We do a walkthrough of the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Schön, das wäre dann geklärt. Okay, wir sind der Kameramann. Momentan halt mal. Are we rolling? Alright, let's go. Get out of the way. It's locked. So geht's auch. After you. Ja. Alter vor Schönheit. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Mit Sicherheit. Das ist der Eingang. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. Alter. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. Okay. How long did you say this place has been abandoned? 3 years. Ooh. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Ah, shit! I know I should have worn my good shoes. It's oh, okay. Shit. Glad I had my shots. Although, this would make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? There's him weg. Andre! Clancy, you see where Andre went? No. Where is he? Unfucking believable! This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? You stick with me. Ja. Alter.
Alter. Alter. What the fuck was that? Did you hear that? Scheiße. Scheiße. Andre? Where the fuck is he? Alter, Scheiße. Andre, where are you, man? Alter, Scheiße. Wir werden hier verrecken, glaube ich. Schluck. What the hell? Schau da nicht rein. Was? You gotta be fucking kidding me. Hör auf! Alright, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Ja, das würde ich auch vorschlagen. Oh Gott. Fuck. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Okay, mit C kann man hocken und wieder aufstehen. Okay. Die Steuerung ist eigentlich gleich wie bei Dishonored. Need a nice hero shot of me coming down the ladder. Yeah. So, you first. Vielen Dank. What do you see? What is it? Umdrehen. Ich bleib hier im Winkel stehen. Hä? Was? Kumpel? Wo kommt der Zettel jetzt her? Ich werde dich an den Steinen zerschmettern. Warum ist jetzt der Zettel da? Weil er doch hinter uns war. Heißt das, wir müssen da jetzt rein? Wir müssen da rein. Ich will ein Buffen haben. Jetzt und auf der Stelle. Eine Waffe, ein Schwert, ein Messer, irgendwas, ein Dolch. Ich nehme alles. Wow, Kakerlaken. Boah, das wird jetzt grauslich, glaube ich. Ist da hinten eine Feder? Na, das schaut nur aus einer Hose, einfach nur bei Wilder. Wo kommt der Schlüssel jetzt her? Hintertürschlüssel. Ist das der Schlüssel für die Hintertür? Nur mal durch die Gegend. Ich hab.
So. Hinterzimmer. Hintertüren. Schlüssel. So. Ist das jetzt schlau, dem Deppen zu folgen? Sich quasi ein bisschen zu verstecken? An ihm vorbei? Und dann hinten raus? Ist es überhaupt der Schlüssel? Weiß man das? Wie konnte er jetzt das Licht nicht sehen? Von unserer Taschenlampe. Alter. Wir werden sterben. Ich werde sterben. Kann man sich unterm Tisch verstecken? Die denn jetzt? Ist das denn nicht die Hintertür? Hä? Welcome to the family, son. Scheiße! Ach, verdammt! Ich dachte, das geht. Sind wir jetzt tot? Ja, wir sind verreckt. We gotta get the hell out of here. Hinter dir. Hinter dir. Schlechtes Ende. Willkommen in der Familie. Am 24. Jänner, okay, 2017. Jetzt kaufen. Ah, zwei Tage später in Japan. Okay. Schlechtes Ende. Treten Sie dem Botschafterprogramm von Resident Evil bei. Hashtag Re7. Okay. Das heißt, das war falsch. Okay. Und jetzt? Ah, geht von selber weiter. Okay. Runde 1 war schlecht. Okay. Das scheint aber noch ein ganz normaler Mensch zu sein. Aber das waren sie am Anfang alle, ne? Angeblich kann man ja, man kann und darf das Spiel mehrmals durchspielen. Es gibt mehrere Wege nach draußen. Ja, der einfachste Weg war nicht der beste. Das heißt, wir starten gleich die zweite Runde und schauen uns die anderen Wege an. Warum hat die uns nicht umgebracht? Nur ihn? Ach so, noch hat sie niemanden umgebracht, ne? Das war nur das Ende quasi. Kumpel, reiß dich zusammen! So laut! Wieso habe ich das Messer nicht, das er hatte da? Ne? Dieses da. Ow! Keep still!
Wenn der zu viel andrückt, bringt er mich um, ne? Alter. Nimm's Messer. Und halt's fest. Okay, wie stehen wir da? Jetzt ist die Frage, ob dieser Hinterwäldler die ganze Zeit jetzt im Kreis rennt oder so. Oder ob wir den erst wieder später triggern. Also, fangen wir wieder von vorne an. Ja, das kennen wir schon. Dann, warte. Die Videokassette haben wir ja schon. Müssen wir die jetzt nochmal holen? Können wir uns schon ducken? Ja? Können wir das jetzt gleich beschleunigen? Die Patrönchen wäre gut holen, ne? Aber ich habe eh keine Buffen, von dem her scheiß der Hund drauf, ne? Der ist vielleicht gar schlauer. Schaut, da liegt was Neues. Die Sicherung! Ist hier nochmal der Schlüssel? Wenn ich hier wegschaue, ist er wieder da? Nein. Okay. Die Sicherung. Okay. Die lag vorher aber nicht da, ne? Okay. Gut. Sicherung. Check. Ich traue mich nie darunter zu gehen. Der geht draußen herum. Das ist natürlich nicht schön. Kann man hier überhaupt runter? Na, kann man eh nicht. Ah. Okay, kann man eh nicht. Okay. Das heißt, ich muss da raus? Schlecht. Nix gut. Die Sicherung läuft. Das heißt, oben war was, ne? Ist hier dann auch was Neues? Okay. Telefon? Was ist das? Ein Hubschrauber. Beobachten Sie uns von diesem Hubschrauber aus. Da schläft er. Es ist ein Schlafzimmer hier oben. Kellerschlüssel. Kellerschlüssel. Wo könnte der hingehören? Okay. Schluck.
Schlüssel vielleicht? Benutzen? Keller trägt. Ja, der muss dann unten sein. Von hier kommt man meistens, denke ich mal, nicht in den Keller. Schuhe. Stiefel, Schuhe. Nur wo war hier der Eingang zum Keller? Oh! Das Eisengitter. Richtig? Er wird mich gleich packen. Ich merke, der Part ist auch zu Ende. Vielleicht mache ich doch 30 Minuten. Keller ist immer scheiße. Oh mein Gott, ich mache 30 Minuten. Ich habe gerade Bock, 30 Minuten zu machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein lieber, lieber Gott. Ich darf laufen. Schlüsseldachboden. Wie komme ich da vorbei? Kann mir sein erklären, wie ich da vorbeikomme? Einfach laufen? Sie sind tot, ja? Also mit Leertaste wäre das gegangen wahrscheinlich, ne? Ich starte nur noch das hier und dann werden wir den Part hier beenden. Jo. Jo. Okay. Ich hätte nur vorbeirennen brauchen, ne? Wahrscheinlich kann ich ihn schubsen. Ah, mit der Leertaste schubsen wahrscheinlich, ne? Das hätte ich probieren können. Wie bei, wie die Ashley damals, ne? Beim Vierer. Entschuldigung, daran habe ich nicht gedacht. Kann man das, darf ich das überspringen? So, jetzt ist die Frage. Habe ich jetzt den Dachbodenschlüssel? Wahrscheinlich nicht, ne? Die Sicherung ist auch nicht, ne? Also nehme ich mal stark an, dass wir das nochmal machen müssen. Probieren wir es einfach mal. Wenn die Sicherung da liegt, dann wissen wir, dass wir es nochmal machen müssen. Naja. Ja, Sicherung ist da. Passt.
Das heißt, zuerst nach oben, da gibt es einen Kellerschlüssel. Dann nach unten, da gibt es den Dachbodenschlüssel. Dann wieder nach oben, wahrscheinlich dann beim Fenster raus. Dann dürfen wir vielleicht auch sogar die Pistolenmunition behalten. Vielleicht. Wie gesagt, ich mache 30 Minuten, das passt, glaube ich, dann schon. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Das nochmal anschauen. Ja, Hubschrauber und die Nachricht, jawohl. Ganz ehrlich, warum hat er dieses Monster im Keller? Das ist auch die Frage, ob das hier als Dachboden zählt, Schlüssel oder da oben das Fenster, ne? Ist ja wurscht. Wir wissen jetzt da ungefähr, was wir machen müssen. Ich werde auch mit der Leertaste, ich hoffe, ich vergesse es nicht, in meinem Schreckmoment werde ich dann auch die Leertaste probieren zu drücken. Vielleicht kann man ihn wegschubsen oder so, ne? Vielleicht kann man sich ja so ein bisschen verteidigen. Man kennt das ja, wie gesagt, von der Ashley, vom Viererteil. Da ging das eigentlich gut. So. Wir könnten aber auch gleich hier reinschauen. Das müsste jetzt auch gehen, oder? Na. Ah, das Ventil. Da brauchen wir das Ventil. Boah, das wird grauslich. Das wird, glaube ich, ganz, ganz grauslich. Bleh. Das Viech muss aus dem Sack oder so entsprungen sein. Das heißt, es kommen später dann auch noch mehr von diesen Viechern. Kann ich schubsen? Alter, du Sau! Ja, was mach ich jetzt? Au! Ah, F, was tue ich denn da? F drücken. Aha, das Geld nimmt das nimmer. Kann ich dich nicht schlagen? Alter! Ich glaube, wir beenden mal den Part. Da muss ich ein bisschen was probieren. Ich brauche definitiv eine Waffe. Er scheint mich ja nur dann also die Küche, vielleicht liegt in der Küche irgendwo ein Messer oder so. Oder eine Pistole. Endlich mal, damit wir das Viech umbringen können. Das werden wir uns im nächsten Part anschauen, würde ich vorschlagen. Jo. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!